Im Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung betreiben wir selber eine solche Nextcloud, die wir eben auch für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der EKHN auch zur Verfügung stellen. Wenn ihr da Interesse habt, reicht eine einfache E-Mail an mich und ihr bekommt einen Benutzeraccount hierfür. Das hier ist jetzt die klassische Oberfläche bei uns. Eingeloggt ist der User reiner Zufall und hier wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie wir Texte, Dokumente erstellen und diese auch mit anderen freigeben können. Orientieren können wir uns hier oben an der Navigationsleiste. Da gibt es nämlich das Dashboard. Das Dashboard ist das, was wir hier sehen. Das ist die Startseite. Die können wir uns anpassen. Hier sind verschiedene Funktionen auch mit einem Blick einfach sichtbar. Und wir werfen jetzt unsere Aufmerksamkeit in die Dateiübersicht. Das heißt, wir klicken auf Dateien und haben jetzt hier einen digitalen Dateimanager, wo wir jetzt auch nach Belieben Ordner erstellen können und Dateien erstellen können, diese von unserer Festplatte hochladen können. Um einen Ordner zu erstellen, einfach hier oben auf das Plus klicken, auf den Ordner oder neuen Ordner klicken, Enter drücken und schon wird der neue Ordner hier an der Seite erstellt. Hier können wir direkt reingehen und Dateien von unserer Festplatte entweder hochladen, Word-Dokumente, Excel-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen oder wir können auch einfach neue Dokumente erstellen. Es öffnet sich jetzt ein OnlyOffice. Das ist ein Office, ein Textbearbeitungsprogramm im Browser. Das heißt, wir können unsere Texte jetzt direkt hier im Browser bearbeiten und schreiben. Diese Texte, die können wir formatieren, die können wir bearbeiten, wie wir es aus Office von unserem lokalen Computer aus kennen, können die Schriftart ändern, können es fett kursiv machen, können Absätze machen und so weiter. Wenn wir dieses Dokument jetzt mit anderen Personen teilen wollen, und das ist ja auch Sinn und Zweck von so einem Cloud-System, klicken wir nochmal zurück auf Dateien. Wir suchen uns den Ordner oder auch die Datei aus, die wir teilen wollen und schauen uns nach dem Teilen-Symbol an. Dieses Symbol, was jetzt hier zu sehen ist, ist in der Nextcloud immer gleich für die Funktion des Teilens. Das heißt, ich klicke hier drauf und habe dann auf der rechten Seite die Möglichkeit, die Modalitäten festzulegen oder die Rechte festzulegen, mit denen ein Dokument geteilt wird. Ich kann zum Beispiel sagen, nur für interne Menschen, das heißt Personen, die bereits einen Account in der bestehenden Cloud haben. Ich kann aber auch einen öffentlichen Link erzeugen mit dem Klick auf das Plus und dann kann jeder, der diesen Link hat, diese Datei entweder herunterladen, anschauen oder bearbeiten. Und das lege ich jetzt hier unter diesen drei Punkten fest. Das heißt, ich klicke nochmal auf diese drei Punkte. Und wenn ich die Bearbeitung erlauben möchte, muss ich das jetzt hier natürlich aktivieren. Genauso kann ich den Download verbergen, ein Passwort vergeben und so weiter. Ich kopiere mir jetzt den Link in die Zwischenablage und simuliere in einem privaten Browser, wie es jetzt für Gäste ist, unter diesem Link beizutreten. Ich befinde mich jetzt in einem Browser nicht eingeloggt in meine Nextcloud und kopiere jetzt hier den Link einfach in die Navigationsleiste rein und hinter mir öffnet sich jetzt unsere Cloud. Ich habe jetzt hier direkt die Möglichkeit, entweder die Datei herunterzuladen oder in OnlyOffice auch zu öffnen. Das heißt, ich klicke jetzt mal auf in OnlyOffice öffnen. Unser Ziel ist ja das gemeinsame Arbeiten im Text und schon öffnet sich das Textdokument, was wir von vorher noch kennen. Hier im Browser, ich kann jetzt reinklicken und als Gast einfach mit reinschreiben, kommentieren, ergänzen und so weiter. Kommunikative Werkzeuge stehen hier in der Seitenleiste zur Verfügung. Das heißt, ich kann hier Kommentare hinterlassen, ich kann einen Chat hinterlassen oder ich kann chatten mit allen, die jetzt hier mit eingeloggt sind und mitarbeiten, Absprachen treffen, Texte markieren, formatieren und einfach so in einer Gruppe gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Das Gleiche funktioniert natürlich nicht nur mit Word-Dokumenten, sondern natürlich auch mit Excel-Dokumenten, also mit Tabellen oder auch mit, ich sag mal, PowerPoint-Präsentationen, die wir hier hochladen und gemeinsam bearbeiten können. Soweit erstmal zum Thema Texte bearbeiten, Texte teilen, Texte zur Verfügung stellen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie wir Bildergalerien erstellen und Videoclips zur Verfügung stellen. Bis gleich.